dieser Karte, die sind reingestanzt. Mhm. Und das Loch bestimmt, ob ein Kettfaden angehoben wird oder nicht. Und wenn ein Kettfaden angehoben wird, ist der für das Muster verantwortlich. So. Und so wird eine Lochkarte nach der anderen abgearbeitet in dieser langen Reihe, die hier auf dem Bild zu sehen ist. So, und bitte wieder den nächsten Tritt. Und immer wenn ich trete, gehen zwei Schäfte hoch und zwei gehen runter. Ja. Und dadurch kann ich dieses Muster erzeugen. Und jetzt habe ich ja da unten sogar sechs Tritte. Das heißt, ich kann meine Mustervielfalt wirklich erhöhen. Und das ist dann hier zu sehen. Das ist jetzt zwar ein Handtuch von meinem Webstuhl zu Hause, also. Aber durch unterschiedliche Trittfolgen lassen sich dann auch ganz unterschiedliche Muster produzieren. Wisst ihr? Und das ist nur durch die Trittfolge möglich. Und so haben wir wenigstens die Möglichkeit, diesen Webstuhl als Handwebstuhl zu zeigen und den Kindern zu zeigen, das, was ihr mit dem Webrahmen im Kindergarten macht, machen die ja heute noch dieses runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, was ja unglaublich mühsam ist. Ja gut, dann webt man wieder zurück. Ne? Kaputt geht da nichts. Es ist nichts verloren. Aber es ist halt sehr zeitaufwendig. So, dann wird der Faden durchgezogen von Hand und mit dem Kämmchen angedrückt. Aha. So, ne, das Gewebe verdichtet. Und wenn ich das den Kindern zeigen kann, hier, ihr habt mit dem kleinen Webrahmen im Kindergarten gearbeitet und das übertragen wir jetzt hier auf den großen Webstuhl, dann wissen die schon, um was es geht. Können das nachvollziehen. Genau. Das ist wirklich unheimlich schön für die dann.